Ich bin ja völlig überladen. Tja, das liegt daran, dass ich in Jamaica Plains auf eine Quelle für unendlich viel Kristalle und Glasfaser gestoßen bin und die möchte ich euch hier kurz zeigen. Die Plains befinden sich ziemlich weit im Süden der Karte. Wenn ihr die umliegenden Häuser untersucht, findet ihr da auch auf Hinweise auf einen Schatz in den Plains. In diesem Gebäude hier findet ihr dann auch die Schlüssel zum Keller und dort befindet sich nicht nur die Schatzkammer, von der man allerdings nicht zu viel erwarten sollte, sondern auch dieser Raum, der mit extrem gefährlichen Selbstschussanlagen ausgestattet ist. Da, wie ihr hier seht, auch Begleiter die Falle auslösen können, solltet ihr sie vielleicht zurückhalten. Wenn ihr die Laser entfernt, bekommt ihr jedes Mal Kristall und Glasfaser. Habt ihr alles abgebaut, könnt ihr mit zweimaligem Drücken auf den Knopf neben der Tür die Fallen reaktivieren und wieder Stück für Stück abbauen. Wenn ihr dann doch versehentlich die Falle aktiviert, haut euch auf jeden Fall Jet für Zeitverlangsamung rein. Ansonsten werdet ihr gnadenlos niedergeschossen. Ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Weitere Tipps und Tricks zu Fallout und Co. findet ihr natürlich in diesem Kanal. Bis dahin!